Okay, dann nicht. Hallo? Was mache ich denn jetzt? Hä? Das muss nur dreimal hintereinander kommen, dann bin ich schon gebumst. Das müsste jetzt Seth, der Schuppenlose, sein, oder? Ja, geht wieder los. Ja! Death. Erde geritten. So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dark Souls Nummer 1. Wir haben beim letzten Mal das Archiv oder Bibliothek oder wie man es auch nennt, durchgerockt. Bin ich early. Und in der heutigen Folge werden wir uns aus dem Gebäude rauswagen. Ich werde aber vorher einmal mich menschlich machen und das Leuchtfeuer upgraden. Ich bin mir halt leider nicht sicher, welches Leuchtfeuer, zu welchem Leuchtfeuer man sich teleportieren kann und zu welchem nicht. Das ist immer für mich nicht ersichtlich, weil offensichtlich gehen nicht alle, sondern nur einige wenige. Ich meine, was ich machen kann, ich kann jetzt hier mal gucken, ob ich hier einen Namen sehe. Weil es ist auch leider nicht nach Entdeckung sortiert, das wäre schlau. Ja, dann wüsste man einfach immer beim letzten, den habe ich entdeckt. Sondern es ist halt einfach ausnahmsweise hier mal, nee, alphabetisch auch nicht. Also ist es irgendwie ganz komisch. Also. Nee, ich glaube, wir haben noch keins entdeckt. Vielleicht das, woran wir sitzen, das ist dann hier nicht aufgeführt. Aber ja, genau das meine ich. Also es ist irgendwie ein bisschen schwierig. Okay, wie dem auch sei, wir gehen heute mal. Ach ja, genau, da bin ich ja am Bogenschützen gestorben. Die Seelen hatte ich gar nicht wieder eingesammelt, hä? Lol. Beim letzten Mal bin ich dann einfach straight up zum Zauberer gegangen, um ihn zu befreien. Hab gar nicht meine Seelen eingesammelt. Ja, alles klar. So, moin. Oh. Na gut, also. Wir finden uns weiter mit der Hellebarde ein. Die ist ziemlich nice. Damit lässt sich gut was machen. So, wir kommen jetzt in einen Bereich, an den ich mich einigermaßen gut erinnern kann, witzigerweise. Das bedeutet, hier sind diese Boys. Warte mal, warum ist der golden und die anderen... Okay, ich kann mich offensichtlich nicht an alles erinnern. Ich glaube, die sind nicht sonderlich gefährlich. Okay, 4 Schläge. Aber es ist der goldene. Und es war... Moin, lang nicht gesehen. It was you who rescued me. Why, thank you. I am Sieglind of Katarina. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Ja, gerne. Gönn Seelen. Oh, have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. Ja, den habe ich gesehen. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Nee, hier nicht. Now I must find him. Thanks again, truly. Now if we'll just stay put and keep out of trouble. Lol, das ist einfach voll die Vater-Tochter-Story, die sich suchen. Thank goodness. I knew. Well then. Now if we'll just. Okay. Ich stand ja hier. Ja, interessant. Schatz. Der hier. Oh, lol. Kristallrüstung. Das ist die wahrscheinlich von dem Typen, der mich da einmal attackiert hat in diesem engen Kristalltunnel aus letzter Folge. Hä?
Hä? Okay, diesen dreckige Two-Hits. Ja, ist halt Schmutz. Ne? Schmutz! Entschuldigung. So, dann sammeln wir hier mal alles ein. Das sind drei auf einmal, okay? Das sollte man not underestimaten schätzen, Digga. Pass auf, Wald. Hä? Pass auf, Wald? Also Achtung, da ist ein Baum oder was? So, Jungs. Wer will? Die gehen halt auch gar nicht aggro, ne? Ey, jetzt vielleicht? Ja, geil, einzeln. Sehr gut. So, einzelne, die so groß sind, wo wir ganz viel Platz haben, können wir ruhig anvisieren, finde ich. Tschüss. Ey, 1200, das ist ja auch eine ultra gute Area zum Seelenfarmen, oder? Ja gut, man muss hier halt schon vorsichtig angehen. Kann ich die One-Hitten? Er trifft mich nicht. Gut. Hier ist noch einer. Also verstehe ich das richtig? Das sind Leute, die irgendwie in einem Kristall gefangen sind, ja? Heftige Scheiße. Ihr haltet nichts aus, ihr seid Schmutz. Blauer Brocken. Was ist denn gut gegen so Kristall und so, wisst ihr? Boah, das würde mich halt mal interessieren, so alles. Also generell, ne? Ich müsste jetzt auch bald mal so eine Elementwaffe machen, oder? Kann man eigentlich diese Schwarzritterwaffen einem Element zuordnen? Also, kann man die da dahingehend noch verändern? Ich glaube nicht, ne? Das wäre wahrscheinlich auch zu heftig. So. Daneben. Zack. Ja, die droppen leider nichts. Was ist hier? Kann man da drauf? Ist man dann cool? Okay. Ja, das ist schon ein bisschen baity. Ja, drauf geschissen. So, wie ich meinte, hier war eine Kristallhöhle auf uns. Hier sterben viele Leute. Okay. Woran mag das liegen? Gut, wir machen erstmal die Leute hier nackig. Ja, also ich erinnere mich, da drin geht's sehr heiß her. Wirklich sehr, sehr, sehr heiß her, ja. Kommt er zu mir? Oh, ich höre was. Aha. Hier geht also ein kleines Viech lang. Irgendwo war hier, glaube ich, gerade eine Echse. Na, schaffst du das? Tot. Erster Hit. Aber was ihr ja noch gar nicht wisst, heute werde ich nicht sterben, habe ich mir vorgenommen. Warum hat der es überlebt? Krass. So, gone. Jetzt der nette Herr, der sich da nicht bewegen will. Warum auch immer. Mal gucken die einfach nur doof und mal chargen die ja so auf einen zu, ne? Unnötig, ne? Okay. Was ist hier? Scheinbare Wand. Was ist das hier?
Junge, wie klingt das denn? Also es klingt suspicious, aber hier ist keine scheinbare Wand, oder? Er hat auch keine Bewertung. Aber ich höre hier was klingen. Als ob hier jetzt so ein kleines Echsenvieh rumläuft, ne? Nun gut. Gehen wir rein. Da anscheinend, da geht auch gerade einer lang. Okay. Alter, hier sterben sehr viele Leute. Why? Viel Erfolg. Okay, ich schätze mal, es gibt irgendwelche Fernkämpfe. Warum sterben die? Die fallen hier runter, wa? Die fallen hier einfach runter, glaube ich. Ist es glatt? Ist es rutschig? Also ist jetzt nicht so, dass ich mich hier an alles erinnern kann, an jeden Abschnitt und so, ne? Der ist da einfach straight geradeaus runtergelaufen, ey. Was ein Kacknoob. So. Ja, jetzt natürlich ein bisschen schwieriger hier mit Dodgen. Aber ich kann die ja schnell zuhitten. Von daher ist ja all good, Alter. So. Genau, ich erinnere mich, dass man sich hier so runterarbeiten musste. Und irgendwann kam eine Stelle, die verrate ich euch jetzt noch nicht, für alle, die kein Dark Souls gespielt haben. Die war heftig. Ja, da seht ihr das nämlich schon. Ja, da rieselt es von der Decke und offensichtlich kommt es da auf. Das bedeutet, dass man hier lang gehen kann. Oh. Oh. Okay, Digga. All good. So. Und das hat man hier halt sehr häufig. Ich weiß nicht, ob ich leider sagen würde, aber ne. So, wohin jetzt? Ich könnte die mit Gift abschießen. Ich glaube, das sind jetzt Mini-Versionen von diesem Kackboss. Ich könnte ihn mit Gift abschießen. Aber ich schaue erstmal mir einen an, was der so macht. Vielleicht sind die ja gar nicht so schwer. Weiß ich nicht. Was macht er? Okay, geht er einfach runter. Okay. Und dahin. Okay. Ja, aber das Vieh, macht das was? Also... Hallo? Noch nicht. Das ist hier sehr tough, glaube ich. Oder wird auf jeden Fall zumindest noch sehr, sehr tough. Ich weiß nicht, ob die gegen... Also ich hab... Konnte ich die ansprechen? Hm. Okay, wir gehen mal weiter. Oh Gott. Dahin. 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 Hier, ne? So, jetzt habe ich vermutlich ein Problem. Alter. Ich habe ihn extra nicht anvisiert, weil nachher tumble ich hier wieder in den scheiß Abgrund rein. Okay, also hier kann ich jetzt noch dahin, aber ich gucke mir erstmal an, was hier so geht. Kann man die ansprechen? Okay. Ah, der hat sich hier in die Ecke drängen lassen.
Hallo? Ey, ich wollte mich nur nett unterhalten, du kleines Arschloch, wirklich. Ich wollte mich nur nett und... Also, ich bin so netter und schlag extra nicht zu. Finde ich kacke. Gut, setz dich hin. Heute sterbe ich nicht, habe ich mir vorgenommen. Ich bin Henno. Okay, aber dann gibt es jetzt keine Gnade. Es war halt einfach zu häufig so, den hättest du nicht umbringen dürfen. Nein. Huch. Feste drauf, das ist die Devise. So, ab jetzt sterbe. Oh Mann, ey. Bitte keine Wäscheklammer, bitte, please, liebe Dark Souls God. Ventilator gern wieder, also... Wie dem auch sei, meine Damen und Herren, schneiden Sie sich gut an, die wilde Fahrt geht weiter. Und los! Ich renne schon mal, ja? Die Nummer 3. Ich glaube, das war schlecht. Was war? Nee, doch. Oh. Mann. Aber schön, wenn man sich doch irgendwie über alles auch ärgert, ne? Da weiß man halt, das sind richtig gute Strafen. Ja, auf Legostein sitzen. Ich disponiere dann noch einmal kurz um. Sie entschuldigen mich. So. So, machen wir wie letztes Mal. Schöne Handvoll. So. Es ist wirklich schlimmer geworden. Seitdem ich einfach nicht so viele nehme. Ich glaube, dann können einfach die Einzelnen besser performen. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, ich sitze immer direkt höher. Ich will immer so hocken. Und wieder irgendwie die gleiche, ne, Distanz hier zum... Und Höhen und so Ding zum Monitor zu haben. So. Scheiße. Na dann so. Tschüss. So. Jetzt mache ich hier nicht voll clear. Die sind doch alle gone. Nee, nicht alle. Einige. So. Hallo, Bratan. So. Okay, die beiden waren ein bisschen heftiger. Komm, wir machen auch direkt beide. Ist mir egal. Warum trifft er mich, wenn ich hier bin? Hä? What? Ich war locker 10 Meter von ihm entfernt. Er hittet mich einfach. Ich glaube, weil er so durch mich durchgeballert ist. Weniger ist mehr, Henno. Das war jetzt unnötig alles. Ja, so geht's. Hä? Alter, auf einmal habe ich viel mehr Schaden gemacht. Krass, die haben anscheinend Weak Spots irgendwo. So. Keine Gnade. Jeglichen Schmetterlingen und fliegenden Objekten. Was? Ich glaube, dieses... Wie nennt man das? Dieses Glöckchenklingeln. Ja, dann muss ich immer an die kleine Fee von Peter Pan denken. Ja, den Feenstaub. Das ist, glaube ich, einfach allgemein die Höhle. So, hier rieselt's ja. Feenstaub.
Die werde ich alle auslöschen. So. Hier gibt's locker irgendein Speedrun-Shortcut, dass man irgendwo runter fällt und mit ganz wenig Leben überlebt und dann super viel hier dodgt. So, ihr werdet jetzt alle... Aber das Ding ist, wenn ich nicht so nah rangehe, trigger ich die auch nicht. Also bei ihm hier zum Beispiel. Ne? Muss ich den goldenen nochmal machen? Nee, cool. Easy. So. Abfahrt. Alter, wie viel hier einfach sterben. Hier muss man aber auch geduldig sein, ja. Na komm, Riesel. Hier rechts von mir. Sehr gut. So. Okay. Hier geht es anscheinend auch noch weiter. Wir holen uns jetzt aber erstmal unsere Seelen wieder und... What the fuck? Und du, Freundchen, du hast nochmal Glück gehabt, ja? Ich drücke nochmal ein Auge zu. So geht's hier irgendwie weiter. Muss ich den klatschen, um dann da runter zu springen? Oh, hier geht's auch lang. Darüber. Alter. Aber ich sehe hier keine... Ich sehe jetzt nicht, wo es hier losgeht, wisst ihr? Okay, also hier geht es... links runter. Ich schätze mal auf den unteren Kristall. Das Schlimmste wäre, wenn der dann oben getriggert wird, weil dann... Ich weiß nicht, ob ich die killen sollte. Ich meine... Wenn es so ist wie der Bossfight von den Viechern, ja? Da war es so, der war halt in der Luft, hat etliche Male geballert, kann man aber easy dodgen. Und irgendwann setzt er sich hin und dann kriegt er voll auf die Schnauze. So, eigentlich ist es easy. Ich bin halt nur eben, ja, das war halt einfach, das war halt scheiße. Ne? Sind wir uns einig? Nee, ich habe gesagt, ich klatsche die weg. Dann mache ich die jetzt weg. Ja. Keine Gnade. Hoppala. Also hier nicht irgendwie hindodgen. So, und der kriegt jetzt aufs Maul. Okay. Dann nicht. Dann halt nicht. Weiß ich's mal wieder. Ja. Ey, einmal gehittet. Ich hab Schild gar nicht draußen. Wäre ein bisschen kacke, wenn du jetzt gar nicht mehr kommst, ne? Dann hätten wir ein Problem. Hallo? Ja? Hä? Voulez-vous hinsetzen? Der hört nicht auf. Gibt's hier einen Weltrekord, wie lange man das durchhält? Okay, wenn man die triggert, ist man am Arsch, ja?
Vor allem auch sehr schade, dass er halt Sachen verschießt, die einem hinterher lenken. Ne, der setzt sich nicht mehr hin. Das ist ja komplett dumm. Muss ich den irgendwie so triggern? Das, ja? Ja? Nee? What the fuck? Der hört nicht auf. Laufe ich jetzt weg und mache irgendwie... Versuche... Okay. Ich muss jetzt irgendwie weglaufen. Und versuchen, dass er resettet. So, jetzt. Was ein Drecksvieh. Da hole ich doch glatt den Bogen raus. Schön langen Bogen. Ich glaube, der ist hier besser. So, ein bisschen nach rechts aimen. Ja, der ist ja Half-Life. Oh, der erste Schlag hat doch getroffen. Und Giftpfeile, I love it. Tick! Immun gegen Gift? Na, manchmal brauchen die ein bisschen. Nee, okay, anscheinend immun gegen Gift. Ey, was eine Kackbegegnung. Oh, lol, ich hab falschen Fall. Hä? Auch so wenig Schaden. Junge, da wirst du ja in der Pfanne verrückt, ne? Ja, der setzt sich nicht mehr hin. Ist natürlich schade. Und den mit Feuerbällen Ich hab keine andere Option. Also ich könnte jetzt Heimkick noch machen und versuchen, dass der sich halt irgendwie komplett resettet. Okay, hier hinter bin ich safe, oder? Ja. Ich heile mich einmal voll. Dann gehe ich vorne ran. Und mache einen Feuerball. Raste aus, Junge. Was ist das für ein dummer Gegner? Puh. So. Was mache ich denn jetzt? Hä? Was mache ich jetzt? Anderen Bogen probieren? Macht er mehr Schaden? Macht er deutlich mehr Schaden? Ja. Ich meine, ich kann theoretisch, glaube ich, jetzt einfach mich zurückporten, dann resettet der. Aber ich will den ja auch... Ich will ja wissen, wie ich den kille. Aber das Ding ist, die Kombo aus Level-Design und dem Attack-Muster ist schon ziemlich mies. Wenn ich jetzt hier hingehe, ich krieg doch mega den Arsch versohlt, dann bin ich unter ihm. Da komme ich ja erst recht nicht lang, wenn ich diesem Weg folge. Das ist doch ultra scheiße. Ja, krasser Geheimpfad. Mit den ganzen Hinweisen und dem Blut.
Ich versuche jetzt unter ihn zu gehen. Ja, klar. Du ballerst weiter, ne? Ey, ist das ein geil... Also, das ist ja einfach nur nice. Und er will nicht kommen. Hier sterben 80 Millionen Leute. Ja, sorry, also... Was soll ich da machen? Also, das ist halt einfach... Also, ja, wenn man halt eine krasse Range-Waffe hat, so... Dann ist das wahrscheinlich kein Problem. Aber habe ich halt nicht. Und das ist actually eine Schwäche von mir. Ne? Das ist echt eine Schwäche. Von meinem Bild. Das war jetzt die erste Situation, wo ich eine Range-Waffe gebraucht habe, um safe durchzukommen. Aber das Tier immun gegen Gift war. Und ich war gebumst. Na gut, und gegen Feuer. Also, das war auch lächerlich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich so drüber nachdenke. Das war schon lächerlich. Naja, aber geht die wilde Fahrt halt weiter, 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 weiter. Die Nummer 4. Pullover überziehen. Stapelbar. Ach, der ist neu reingerutscht, ne? Für die Shotgun, genau. Power on. 16. Jo. Hier ist der Helmhaus. Studio 1. Ich bräuchte einmal einen Pullover. Zum Überziehen. Ich weiß nicht, was wir da haben, ne? Kannst du mal gucken. Over. Jo. Stellen Sie aus dem Wir mal schauen auf unseren Kleiderstang, ob wir da was finden. Gut. Pulli kommt. Ich werde jetzt die Kacke nicht triggern. Bin ich ehrlich. So. Tschüss. Juti. Also, ich schätze, bei diesem ganzen... Oh, oh. Ja, vielen Dank. Ich dachte, mit Fortnite kann man nichts falsch machen. Ja, Fortnite-Pulli, vielen Dank. Gerne. Hoppala. So. Also, kam gerade Gegner, ne? So. Ist nice, ist wirklich nice. Auch bei dem Wetter. Wobei gerade regnet es, actually, seit ein paar. Ich mach die einmal kurz, ja, das ist mir hier. Na komm. Krass, aus dem Sprint, die Attacke ist ja auch nicht schlecht. Oh, ich habe nicht getroffen. Beide Male nicht. Null. So. Pulli überziehen. Das wird richtig lustig, wenn es wieder irgendwie so 35 Grad ist. Und bei der Abstimmung, die ja stattfand, bei der neuesten, wo ja alles resettet wird, da gibt es ja auch ein paar neue. Zum Beispiel Klimaanlage ausstellen. Dann bin ich gebumst. Gerade wenn es hier mit Pulloverstapelung... Ja, dann sterbe ich. Dann kriege ich einen Hitzeschlag. So, schön Fortnite. Das muss halt einmal so dreimal hintereinander kommen und schon bin ich gebumst. Aber fresh ist es. So. Abfahrt. Habt ihr gesehen, meine Haare wachsen wieder langsam nach, ne? Ist ja bei mir immer so ein nie endendes Thema. So.
Jetzt bin ich hier zweimal gestorben. Das war anders geplant ursprünglich, bin ich ehrlich. Das war anders geplant. Ich halte mich auch hier viel zu lange auf. Ja, schon 35 Minuten, ey, nichts geschafft. Wobei, wir haben auch Zeit, also... Hetzen will ich mich jetzt auch nicht, ne? So. Ende aus Mickey Maus. So. Okay. Hier gibt es locker auch noch mehr Geheimpfade, die ich jetzt nicht auf den ersten Blick gesehen habe. Aber tatsächlich hatte der erste Schlag gesessen, ne? Das wirkte nur gar nicht so, weil es irgendwie gar kein Feedback gab vom Schlag. Naja. Also, wir versuchen hier die Flattermänner nicht zu triggern. Die gehen aber wahrscheinlich auch erst immer nur an die Decke, wenn man echt neben denen steht. Das ist ja wirklich heftig. Okay, hier einfach straight weiter, ne? So, in die Richtung. Da hinten. Da. Okay. Nein. Oh, ich dachte gerade schon. Ich dachte, ein Schatten hat sich bewegt. Das wäre übel. So, wir sammeln mal schnell die Seelen ein. 54. Davon könnte man mal einen Bogen verbessern. Aber ich habe das Gefühl, ich habe auch noch keinen guten, besonderen Bogen gefunden, oder? Oh, mein Arsch. Aber, ist ja generell die Frage. Na komm. Hau mal normal zu, bitte. Genau. So, beim dritten sollte ich ihn staggern und dann kann ich ihn finishen. Sehr gut. So. Blauer Brocken. Wo geht's weiter? Gute Frage. Da, oder? Nee. Geht's hier gar nicht weiter? Hm. Oh je. Das geht da oben weiter irgendwie. Und dann dahin, oder? Ach du Scheiße. Oh, hier? Nee. Ja gut, dann... Erstmal wieder zurück. Alter, ist das scary. Das meinte ich übrigens mit dieser krassen Stelle. Also, dass man hier einfach so richtig scary im Nichts umhergeht. Okay, dann, was ist denn dann wahrscheinlich da lang, oder? Aber wo startet es? Hier? Muss man da drauf springen? Oh, das ist da oben irgendwie. Ja, ich glaube, da. Ich höre was. Was trippeln. Ich dachte für einen kurzen Augenblick, das war's. Geht's hier um die Kurve? Es geht da lang? Es geht aber auch da lang, oder? Ich bin ein bisschen lost gerade. Da. Dahin. Oder? Ich mach das langsam. Ich mach das langsam. Ich rechne die ganze Zeit mit irgendeiner dummen Lücke oder so. Blaue Scholle. Oh mein Gott.
Blaue Scholle ist doch dann für die finale Stufe, ne? So. Hier geht's aber nicht weiter, glaube ich. Irgendwie runterdroppen lassen mal. Hm. Gut. Das ist sehr hoch irgendwie jetzt. Ach so, okay. Okay. Wo geht's jetzt hin? Ja, sehr gut. Nee, die kommen nicht auf da. Da hoch geht's. Und dann? Was ist denn da? Ich glaube, wir müssen zurück. Da unten! Hä? Aber ich habe es gerade noch gesehen. Alter. Es gab wirklich da zwei Wege, glaube ich. Letzten Tod habe ich vergessen. Das ist jetzt 123. Heute sterbe ich nicht. Genau die richtige Höhle dafür ausgesucht. Abfahrt! Ich bin nicht zufrieden mit meiner Performance da. Jo, hier ist Henno aus Studio 1. Ich bräuchte nochmal einen Pullover. Over. Immer aufbauend. Ne? So. Weiter geht's. Mein Gott, ey. Da geht's halt nicht mal darum, irgendwie Gegner gut umzuboxen, sondern um, weiß ich nicht, um was. Ja, zum Glück haben wir noch. Noch ein Fortnite-Problem. Mit einer Granate drauf. Mit einer schönen Granate. Oh. Blauer Brocken, super. Oh. Krieg Besuch. So. Nun, das muss nur dreimal hintereinander kommen, dann bin ich schon gebumst. Alter, was steht hier? Party all night. Dance till you drop. Und hier ist eine schöne Grenade. Mode. Fashion. Till you drop. Wie eben. Okay, aber ich weiß jetzt... Oh Gott. Ich weiß jetzt, wo ich lang muss. Ich lass mal die Cap aus, weil am meisten Hitze gibt man ja über den Kopf ab, ne? Ist ja hier aus dem Wissenskanal. Kann man da oben auch lang? Oh, mein Arsch, ne? Nö. So. Das Ding ist, es ist gefährlich, ne? Man darf auch nicht ungeduldig werden bei so einen Stellen, weil dann fällt man nur noch mehr auf die Fresse. Huch. So. Gut.
Vor allem da unten sind ja nicht mal Gegner, ey. Die Goldenen respawnen ja nicht mal. Es ist so lächerlich. Wie leise rieselt der Schnee. Mal gucken, ob du richtig trittst. Siehst du, wenn die Kacke angeht. Huh! Kommst du hoch? Ist jetzt ungünstig gelaufen. Es hat gescheppert. Ach, wenn man die auf den Crystal schlägt, dann gibt's nochmal richtig aufs Brot oder die Fresse. So, ich wollte nur nochmal gucken, ob es da auch rieselt. So. Mein Gott, ey, dann mit diesen Kackfledermäusen hier. Das ist schon richtig. Also, man muss ja sagen, das Spiel bringt Abwechslung, ne? Also, allein sowas wieder. Da bin ich schon eigentlich geneigt. Das ist so jetzt für mich so ein Hassgebiet. Aber auf der anderen Seite, sonst wäre Dark Souls auch nicht Dark Souls. Wären hier nicht so viele Gebiete so unterschiedlich und so speziell. So. Bleib doch bitte nicht stehen. Okay. Also, hier habe ich eine Rolle gemacht. Hier rieselt es jetzt gerade nicht. Lol. Okay, könnte ich nochmal reinladen. Tatsächlich. Und dann einfach der. Hä? Ja. Okay, ich hätte mich einfach nur umdrehen müssen, ne? Beim letzten Mal, weiß ich mal wieder. So. Hoppala. Ich wollte schon was trinken, aber ich muss ja jetzt ready sein. Okay, sie sind einfach instant zu dritt reingejietet. Einen habe ich. Alter, die sind ja sofort im Boden. Wie der auch erstmal sich aufrappeln muss, ist natürlich... So. Boah, Alter, wie viel Funkeltitanit habe ich denn jetzt? 11. Junge. Okay. Wo lang? Ah, jetzt bin ich hier drüber. Okay, schön. Gleich fällst du tief. Ist ja aufbauend, ne? Ja, kann die Schrift bitte weg? Dahin? Dahin. 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 Komme ich dahin? Hier ist eine ganz schöne Lücke. Oder? Er meint ja auch, gleich fällst du tief. Da ist nichts. Das ist ein Bait. Da, das ist so übel weit weg. Oh. Nice. Nice. Okay. Gut, dann kann ich jetzt, glaube ich... Du Kackvieh, ne? Irgendwann rotte ich euch aus. Ganze Spezies. So, ich könnte da rechts hin... Ich will das jetzt ganz safe machen. Es tut mir leid, Leute, wenn es jetzt irgendwie... Ich meine, im Grunde brauche ich, glaube ich, hier einfach nur straight rüberrennen. Aber ich habe gar keinen Bock, dass ich jetzt hier irgendwie noch runterfalle. Okay. Gut. Oh. Da ist ein Item. Aber auch die safe Variante. Wer weiß, ob ich hier abrutsche, wenn ich da runterkugel. Seele hält. Ist das nicht die beste? Ich glaube... Okay, ich glaube, wir sind schon sehr weit.
Oh, das sind die Muschelboys. Pass auf, Boss. Ja. Aber erstmal muscheln. Komm hier, Muschel, Muschel, Muschel. Da ist auch noch eine. Oh. Ist schon aggro? Tatsächlich. Alter. Mhm. Oh mein Gott. Zwei. Okay. Warte mal, vielleicht geht die mit R2 Instant. Vielleicht geht die mit R2 Instant. Müssen wir mal gucken. Staggert auf jeden Fall. Das ist nice. Okay. So, das sind nicht zu unterschätzen viele. Wenn die gleichzeitig kommen, habe ich ein Problem. Genau. Komm ruhig her. Okay, die ist weggedreht. Das war mir gerade ein bisschen zu heikel. Okay, das kann ich safer spielen. Scheiß auf R2. Scheiß auf R2. Mit R1 stagger ich die auch, glaube ich. Was? Okay. Oh, Junge, jetzt aber langsam. Dankeschön. So. Okay. Oh, lol. Das muss auch scheiße sein, wenn du da so chillst. Auf einmal kriegst du so einen Hieb mit so einer Hellebarde in den Nacken. Okay. Da wartet der Boss auf uns, glaube ich. Also, das sieht sehr, sehr danach aus. Wir hatten jetzt schon eine Begegnung. Okay. Also, es ist ein Drache, der schuppenlos ist. Und ich glaube, ein Drache spiegelt ja auch, oder ein Boss von einem Gebiet, spiegelt ja auch immer sehr das Gebiet wider. Ja, also wenn das so ein Lavagebiet ist, ist es halt ein Feuerboss und so, ne? Und hier war jetzt sehr viel mit so Kristall und Magie immun und so. Jetzt wäre cool zu wissen, was gut ist gegen Magie. Ne? Schwer zu sagen. Also, was haben wir denn? Wir haben kohleartiges Harz. Wer? Vielleicht Gift? Nee, aber guck mal, der eine Flattermann, der Schmetterling hier, der war ja auch immun gegen Gift. Blitz vielleicht? Blitz? Normalerweise ist ja Magie auch irgendwie oft mit Blitz. Keine Ahnung. Probieren wir aus. Geht gar nicht auf das Ding. Hm. Schaffe ich meine Rolle nicht. Okay, dann. Ja, ja, ist ja gut. Dann machen wir das erstmal ohne. Aber. Was wir machen können. Klamotten, die gut sind gegen Magie. Oder Blitz, ist die Frage. Aber ich gehe von Magie aus, weil vorhin, als wir ihm begegnet sind, das waren diese Kristalle aus dem Boden. Es gibt ja kein Kristall-Damage. Ich glaube, das ist Magie. Also auf jeden Fall nicht Feuer und Blitz auch nicht. So, wir suchen was richtig krasses in Magieabwehr. Robe des Kanalisierers. Ist aber auch sehr, sehr schwer. Steinrüstung auch
alles sehr, sehr schwer. Havels Rüstung sehr, sehr schwer. Es ist halt die beste Rüstung irgendwie. In jeglicher Hinsicht, ganz oft. Ja, Ausdauer. Ja, let's go. Okay. Ja, ich kann mich nur noch ganz dumpf daran erinnern. Ich weiß halt, dass es eine riesige Höhle war. Und es war, glaube ich, gut, immer irgendwie hinter ihm zu sein. Oder auf jeden Fall, um ihn herum zu zirkulieren. Das versuche ich halt jetzt. Oh, Leute, das darf mir nicht passieren. Let's go. Oh, Fluch? Warte mal, das ist Fluch. Wenn die so... Oder soll das sein, dass die Kristall gedingst sind? Oh, scheiße. Das ist ja gar nicht fluchresistent. Scheiße. War gerade eine Klamotte 35 fluchresistent. I guess, das ist jetzt der 65. Wie viel Magie hatte die? 33, das geht. Die andere hatte 38. Vielleicht Hose noch. 27 Magie. Auch 27. Ja, ist das gleiche Set. Okay, probieren wir es so. Es kann auch irgendwie so. Vielleicht soll das auch so Kristall darstellen, dass sie kristallisiert sind oder so. Okay. Das müsste jetzt Seth, der Schuppenlose, sein, oder? Was ist das? Muss ich das kaputt hauen? Ist das vielleicht eine Schwachstelle? Ist der gerade durch die ganze Hülle gerauscht? Das hat irgendwas mit ihm gemacht. Lol. Was macht der denn? Ich finde auch, also Dark Souls ist irgendwie so schwer. Es ist nicht vergleichbar mit anderen Spielen. Die Bossfights, die ganzen Encounters, das ist nicht zu unterschätzen. Also ist auch nicht jedermanns Spiel in der Hinsicht, weil es wirklich vom Schwierigkeitsgrad her eine andere Liga ist. Ja. Was für eine lächerliche Scheiße. Was war das denn? Die werden ja immer einfacher, die Bosse. Oder? Also jetzt mal Real Talk. Was war das denn? Ich meine, ja, es liegt wahrscheinlich auch viel daran, dass ich krassen Damage fahre, aber der hat mich ja nicht einmal gehittet. Bisher hat mich jeder Boss mindestens mal gehittet. Jeder. Sogar der Otto da in seiner kleinen Kammer, Pinwheel. Hä? Hä? Check ich nicht. So, können wir alles reparieren. Check ich gar nicht. Wir ziehen uns mal wieder um. War das hier der Trick, das Ding kaputt zu hauen? Das hat ihn halt irgendwie gerufen, deswegen dachte ich... Also es sah halt auch übel aus wie ein Weak Spot, so richtig dünn. Und ich dachte erst, er steht davor. Aber dann habe ich gemerkt, wait a minute, ich bin ja noch hier.
und habe halt einfach draufgehauen. Vielleicht, wenn man das nicht macht, ist der deutlich schwerer, aber man kriegt dann irgendwie krassen Loot oder so. Keine Ahnung. Also, ja gut. Gut, wie dem auch sei. Wir teleportieren uns jetzt zum Feuerbandschrein. Geben auch eine Feuerhüterseele ab und tun da zwei Fürstenseelen ins Gefäß. Dann fehlt doch nur noch diese komische Hexe, ne? Ja. Oder? Glaube. Ach, guck mal, er hier. Mensch. Oh, hello again. Ach nee, sie. Sorry. We're managing quite well, aren't we? Oh, I haven't found my father yet. Have you seen him? Really? Then I must be off. I'm sorry he's caused you trouble. He has a knack for that. If you just stay put. Naja, also ich kann ja auch sagen, wo er ist, falls das irgendwie interessant für... Also, what the fuck? Hast du ihn gesehen? Ja. Gut, dann muss ich los. Okay, ich setz mich hier mal hin. Räum mal ein bisschen auf, ja? Hoppala, das war jetzt aber... Achso, ich bin jetzt bei Rüstung. Lol. Bin einfach nach rechts geswitcht. So, das brauche ich nicht. Dann... war hier doch noch... genau das Ding. Dann... ich hatte doch zwei so eine Schilde dabei. Die können halt auch weg. Ja, Langbogen, weiß ich nicht. Der Kompositbogen macht halt irgendwie mehr Damage. Auch wenn halt er von mit der Flugbahn runtergeht, eine Schädellaterne. So, das Ding. Lieber mehr Ausdauer. Weg, weg. Und dann dieses Ritterschild, genau. Ja, Rest ist Gucci, oder? Ja, cool. So. Wir können mal das hier verstärken. Oder das Silberritterspeer jetzt einmal durchpumpen. Aber Schwert des Graben, Grabesfürsten. Das Ding ist, ich habe halt noch keine Bosswaffe. So, und ich habe jetzt alle Bosse gekillt. Also, was kommt denn noch? Die komische Schmandhexe? Gut, ich könnte die Sense machen. Da habe ich ja sogar noch die Seele. Aber da ist halt die Frage, why? Ne? Ja, ey, wollt ihr euch das vielleicht wünschen? Weil mir ist es echt egal, glaube ich. Sagt mal gerne, ne, ihr wisst ja, was ich so habe. Ich kann euch das auch nochmal zeigen. Welche Seelen ich habe. Also, ja, Priscilla und Schmetterling. Das war's. Jo. Naja, und warte mal, ich habe ja schon welche abgegeben. Oder? Ja, ein, zwei habe ich ja abgegeben. Vielleicht geht da sogar auch noch was von. Haut raus. Welche Bosswaffe soll ich verbessern? Oder hier die Grabesfürstwaffe. So, moin. I thank you. Finally, the curse of the undead will be lifted. I am powerless. But I will... please. Ich soll die retten? Was ist mit dir los? Hier, ess es. Mach besser die Pulle. Mein Gott. Nochmal? Nee, gut. Forgive me. I am impure. Please. Bla bla bla, ne? So. Genau, wir bringen jetzt den Kram hier weg. Bro, bitte. No, no, I'm fine. I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Jo, bring mich mal bitte runter. I am, is it? Und sagt mal, zu welchem Element ich eine Waffe machen soll. Ja? So. Oh, mein Arsch. Very well. Then stay still for a moment. Es ist so surreal manchmal, Junge. Ich hocke hier mit zwei, drei Pullis, sitze auf Legostein. Jetzt verschluckt mich eine Schlange.
Man lernt nie aus, ne? So. Okay, ja, der einzige Ort, an dem wir jetzt noch weitermachen können, ist, wo wir mit Etienne gestartet hatten, ne? Also hinter Quelags Schwester immer tiefer rein. So, Uno. Hä, ich hab doch zwei. Ich hab zwei. Tu doch beide rein. Hat er oder hat er beide gleichzeitig reingetan? I don't know. Gut. Oh. Teleportieren. Tochter des Chaos, der Abgrund. Ah, das Archiv des Herzogs. Kristallhöhle, oh. Katakomben. Katakomben? I'm not sure. Ich muss mal leveln. Nee. Das war falsch. Abgrund? Nee. Abgrund durchschreiten, ja, macht Sinn. Die Tiefen? Ja, aber rumprobieren? Nee. Ja. Katakomben der Giganten, oder? Nein. Das waren die Riesenskelette. Ja, dann Tochter des Chaos. Und ich muss den Weg nochmal laufen. Das ist ja kacke. Na gut. Hm. Ärgerlich. So, was geht bei dir so? Party all night? Menschlichkeit darbieten, Eid leisten, ja. Was ist eigentlich mit der Tür? Ne, oder? Es hat mir auch nie einer gesagt, was mit der ist. Und wirkt wie ein Shortcut von irgendwie, den man von der anderen Seite öffnet, aber... Oh, die Attacke muss gut gegen die Würmer sein. Kleebe ich alle weg. Aber auch risky, immer in den Gegner reinzuspringen. Okay, jetzt müssen wir hier den Weg nochmal gehen. Gut, ist jetzt auch nicht so viel. Ich habe halt mich super viel aufgehalten, weil ich da alles geklärt habe. Jo, da war doch auch eine Stelle, wo im Feuer ein Item lag, was ich nicht bekommen konnte. Da hat auch niemand... Also ich habe keinen Kommentar wahrgenommen. Das gesagt hat, yo, Henno. Du musst das und jenes machen. Aber gut, dann ist es so. So, kann ich Havels Ring mittlerweile ablegen? Ich rechne jetzt mal nicht nach. Nein. Das wird nochmal ein krasser Boost. Oder eine krasse Verbesserung allgemein. So. Wir rennen einfach mal durch, ne? Okay. Wir müssen zum Lavasee runter. Und der Dude mit seinen Kackäxten, der one-tappt mich. Da passen wir auf, dass das nicht passiert. Ja, dann sind wir auch schon fast da, actually. Und gegen die war generell nice, so off-range zu sein. Und ich konnte auch alles blocken, bis auf den großen Hieb. Ja. Okay. So, die... Ach, die sind nicht gerespawnt, krass. Aber die, ich finde die ja eigentlich schwerer. So. Direkt die große Attacke, alles klar.
Ey. Ich bin halt gestorben, weil ich ihn anvisiert habe, sind wir ehrlich. Alter. Das sind so Tode, die finde ich kacke. Weil ich halt... Das sind so Tode, da liegt's halt... Ja, an mir. Aber es ist halt auch einfach der... Also, das, dieses Anvisieren. Es ist halt übel gut. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so kacke. So kacke. Wollen wir links hin tumbeln? Eher schön um ihn rum. Genial. Noch ein Pullover. Sterbe ich an so einem Kackvieh? Wie peinlich auch, oder? Jetzt hör doch mal auf hier, Mensch. Komm mal zur Ruhe, die Nummer 6. Antibell-Halsband, ne? Wer bimmelt denn da die ganze Zeit die Glocke? Ja, ist doch gut. Ich komme. Alter. Alter. Normal. So, wir haben uns hier eingefunden, um zwei Pulli, drei Pullis hochzukriegen. Oh, herrlich. So. Immer so als Proof, als ob ich so heimlich manipuliere. Oder als würdet ihr mir es sonst nicht glauben. 3, 2, 1. Oh! Das ist der Trick bei diesen ganzen Geschichten. Einfach machen. Einfach nicht lang zögern. Umso länger man zögert, umso schlimmer ist es. Scheiße, ich krieg den einen nicht runter. Naja, dann ist es so, ne? So, zur Seite, ihr Kackspechte. Ich ärgere mich so sehr gerade darüber, dass ich an diesem Kackvieh sterbe. Schlimm. Macht mich fertig. Das sind jetzt andere Zeiten, ne? Wie... Erstaunlich, dass das jetzt erst das erste Mal passiert, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Ich meine, ihr habt ja nichts... Doch, ihr habt schon was verpasst, aber... Ich habe mich einmal geärgert, ich bin halt an diesem Kack... Junge! Alter! Man wird so paranoid als YouTuber durch solche Erlebnisse, ne? Ihr könnt euch nicht vorstellen. Immer nach rechts gucken. Mama mia, ey. So. Hier müsste jetzt irgendwo ein Wurm kommen. Wir reden nicht drüber. Okay, anscheinend respawnen die nicht, wenn die aus einer Wand kommen. Aber ich glaube, hier waren welche. Und hier war auch eine krasse Falle. Ja, okay. Cool. Meine Fresse, Alter. Wie lang war das jetzt? 3 Minuten? 4? 5? Ist ja auch unfassbar peinlich, ne? Vor allem, ich rede davon, dass es ja peinlich ist, wenn ich gegen das Vieh sterbe. Und dann mache ich den. Das ist halt auch Ehre. So. Der halt auch weniger als so ein Kristallbube. Ist einfach lächerlich. So, ja. Du, okay. Da drüben war ich komplett, oder? Ja, oder? Ja. Okay, komme ich hier vorbei? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, richtig viel Schaden, ne? So.
Wir nehmen mal die Jauchekügelchen, weil von der Range wären die Pfeile ein bisschen Verschwendung, glaube ich. Haben wir die noch? Oder kann ich den nicht auch im Nahkampf machen? Aber ich habe es jetzt noch nicht einmal versucht, ne? Nachher... Okay, was kann er? Kotzen. Okay, er kotzt. Hat er noch was? Kotzen. Kotzen. Danach kann ich ihn doch angreifen, oder? Easy. So. Bin ich da nicht schon durchgegangen? So, jetzt darf ich nicht zu viel auf einmal pullen. Das heißt, ich mache erstmal die da entspannt. Hier ist ja nichts, ne? So. Er hier. Den kennen wir ja schon. Den könnte ich wahrscheinlich auch ignorieren. Aber wir nehmen ihn mal mit. Oh. Die Range ist halt nice. Kann man nicht anders sagen, ne? Range ist halt sehr nice. So. Okay, hier waren wir stehen geblieben. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie einen Schwanz eingezogen, ne? Muss man ja auch mal sagen. Und zustehen. Okay. Man sieht mich noch, das ist schön. Ja, wo lang? Was ist hier? Versuch's mit Blutung. Ist da ein Bosskampf? Oh, jetzt 10 Minuten? Nee. Das machen wir dann nächste Folge. Auch rein thematisch. So. Ist immer doof, zwei krasse Bosse irgendwie in einer Folge zu haben, weil ich hab's dann tatsächlich, also Real Talk, gerne, wenn ich dann die Folge halt so thematisiere. Seth, der Schuppenlose oder so, gekillt, weißt du, oder? Ja. So, pass auf, Gram. Was? Seele Ritter. Hier geht eine Wurzel runter. Oh, das ist wahrscheinlich die Tür. Ah, von Quelaks Schwester, wa? Oh, da ist einer gestorben. Ey, manchmal sind die irgendwie so dumm. Also wirklich, es war wieder halt irgendein... Also... keine Ahnung, ich will jetzt niemanden vor den Kopf stoßen, aber... Das ist halt schon übelster Kacknoob gewesen, sind wir ehrlich. Generell, wie die immer in die Abgründe hier runterfallen. Ja, das Problem ist jetzt, wie komme ich denn jetzt hier runter, ne? Ich muss... Aha. Aha. Haha. So, Henno. Große Fresse. Hm. Also ich komme nicht wieder hoch, das ist das Problem. Easy. Ja, da geht es ja nochmal deutlich runter. Okay, was ist da? Das sieht irgendwie spooky aus. Ja, ist einfach Begrenzung, ne? Okay. So, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das tatsächlich der Shortcut zu Quelaks Schwester ist und sich so der Kreis schließt und man halt nicht den ganzen Weg gehen muss und das erklärt auch, warum man da teleportiert. Was ist das denn? Warum hauen die ab?
Warum hauen die ab? Vor allem. Was? Sonnenlichtmedaille. Was sind das für Viecher? Durch Vorrichtung verschlossen. Ja, anscheinend ist hier irgendwo eine Grille. Hatte ich früher mal hinter der Heizung, ja, als ich meine Eidechse gefüttert habe. So eine Scheiße, ey. Wie oft die entwischt sind. Das war kacke. Das war, also das ist echt ein Albtraum für mich gewesen. Eine scheiß Grille hinter der Heizung. Wie kriegst du die weg? Gar nicht. Es geht nicht. Die ist auch smart, die kommt da nicht hervor. So, jetzt ist halt das Ding, also... ich kann halt literally nirgendwo anders lang. Versuch's mit Blutung. Das Ding ist... Ist es einfach nur so ein kleiner Vorteil mit Blutung? Ist es nice, weil dann drauf geschissen? Oder ist es wirklich essentiell und sonst stirbt man? Aber das wäre eigentlich komisch. Okay, pass auf. Feuer ist das hier. Ach ja, geht ja gar nicht. Ja, rein dann jetzt, komm. Wir machen einen Try. Wenn wir es schaffen, cool. Weil ich... Ja, komm, Leute, wir beenden die Folge hier. Das ist irgendwie jetzt dumm, wenn ich jetzt hier auf die letzten 5 Minuten reingehe. Ich bedanke mich, war eine geile Folge. Also der Schuppenlose ist halt wirklich einfach nur der Gehirnlose. Was ein Larry. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Morgen kommt... Ist es schon... Nee, kam die Stronghold-Folge schon? Also es ist auf jeden Fall eine krasse Stronghold-Folge. Entweder rausgekommen oder sie kommt morgen. Die geht 8 Stunden. Und es war wie in einem 24-Stunden-Stream quasi. Ich hatte Nervenzusammenbruch. Wir sehen uns. Tschüssi.